Hallo meine Freunde und herzlich willkommen zu einer neuen Folge aus unserem Jurassic Park 1 Nachbauprojekt. Und es hat sich ein bisschen was getan. Ich habe so ein paar minimale Feinheiten und Änderungen nochmal vorgenommen. Ich habe zum Beispiel hier hinten den Weg so ein bisschen ausgeleuchtet und nochmal ein bisschen schöner gestaltet. Hier vorne habe ich so einen kleinen Wegübergang geschaffen. Den finde ich auch eigentlich ganz schön. Hier ist dann auch das Velociraptoren-Schild. Und ja, dann geht es hier weiter. Hier sind auch noch überall Lampen. Hier habe ich dann auch nochmal das Velociraptoren-Schild hingestellt. Das Ganze habe ich hier auch nochmal so ein bisschen überarbeitet. Finde ich jetzt ein bisschen schöner, auch die Umgebung hier und sowas. Und ja, der Bereich ist jetzt an sich ein bisschen schöner geworden. Dann habe ich hier noch ein paar Redwood-Trees zwischendrin platziert, damit das Ganze so ein bisschen natürlicher aussieht. Und ich habe hier vorne nochmal so ein bisschen rumgebastelt. Hier habe ich schon mal so ein bisschen die Landschaft angepasst. Dann habe ich hier nochmal so ein kleines Gewässer gebaut. Nochmal einen Futterspender hier hin, damit auch die Brachiosauren sich dann hier aufhalten werden. Das Ganze ist aber auch noch nicht final. Das ist hier alles noch sehr, sehr vorläufig, weil ich weiß ja später nicht, wie viel Platz wir hier für den Rest von der Jurassic Park Tour brauchen. Kann gut sein, dass wir diesen Platz hier dann nochmal, ja, zum Beispiel freimachen müssen, wenn wir noch irgendwie ein Gehege und sowas bauen sollen. Ihr habt auch übrigens in die Kommentare geschrieben, welche Gehege es wirklich im Jurassic Park zum Beispiel gab und welche noch nur in Planung und sowas waren. Das werde ich dann alles beachten, hoffentlich, wenn wir soweit sind. Aber erstmal kommen wir jetzt zu einer Sache, bevor ich die wieder vergesse. Die habe ich nämlich in der letzten Folge schon aufgeschoben. Nämlich die Namensvergabe von unseren ersten 12 Dinos müssen es sein. 8 Parasaurolophus und 4, nee, beziehungsweise 2 Gallimimus und 2 Brachios. Und ja, wir fangen einfach mal hier vorne an. Hier haben wir zum ersten Mal als Gallimimus Elvis. Vielen, vielen Dank für den Namensvorschlag. Dann haben wir hier vorne Magic Booby. Und dann kommen wir mal hier zu den süßen Brachiosauren. Da haben wir einmal Nana oder Nana. Und daneben direkt, das ist Reifeisen. Auch ein sehr interessanter Name. Sehr cool. Ja, bei den Paras, da mache ich das jetzt einfach mal so, dass ich jetzt nach und nach mal eben alle Kommentare einblende auf dem Bildschirm. Und dann seht ihr den Namen. Dann müssen wir die nicht alle einzeln durchgehen. Das sind auf jeden Fall alles hier die Paras, die hier rumlaufen. Vielen, vielen Dank für die tollen Namensvorschläge. Ihr seid auf jeden Fall in meinem Park schon mal verewigt. Freue ich mich sehr drüber und ich möchte in dieser Folge auf jeden Fall auch noch mehr Dinosaurier freilassen. Ich glaube, ich werde noch mal weitere Brachios freilassen. Ich weiß jetzt nicht, wie viele wir machen sollten. Ich denke mal, ich lasse noch 2 weitere frei. Also einer muss ja Minimum noch hier oben sein und ein weiterer kann ja sonst wo irgendwo rumlaufen. Ich weiß es nicht. Und ich werde wahrscheinlich auch noch mal 2, 3, 4 Gallis freilassen, denke ich mal. Und hoffentlich, falls wir es heute schaffen sollten, werden wir schon die ersten Dilophosauren, Sauren, ist das die Mehrzahl, ich weiß es nicht, die werden wir auf jeden Fall freilassen, weil heute werden wir erstmal uns um diese Strecke so ein bisschen kümmern, dann werden wir durch das Jurassic Park Tor fahren und dann geht es ja schon zum ersten Gehege, nämlich dem Dilophosaurus Gehege. So, dann würde ich mal sagen, bauen wir ein bisschen weiter. Das ganze Ding habe ich auch nochmal so ein bisschen umplatziert. Ich habe das so platziert, damit das möglichst nicht im Bild zu sehen ist, wenn man die Filmperspektive benutzt. Ich habe mir auch im Nachhinein überlegt, diese Station hätte ich echt besser platzieren können. Aber, na gut, die hätte man auch halt viel, viel weiter weg platzieren können, die Station. Aber wenn ich das jetzt abreiße, dann ist die ganze Strecke und sowas weg. Und das möchte ich nicht, deswegen bleibt das jetzt so. Und ich denke mal, das ist auch in Ordnung. Es könnte ja sogar im Original so gewesen sein, man weiß es nicht. Ist halt eine Stelle, die man im Film nicht wirklich sieht. Beziehungsweise hinten kann man sogar so ein bisschen sehen. Ach, wenn mal ein bisschen was abweicht, ist es auch nicht schlimm, Leute. Wir versuchen natürlich trotzdem die Schlüsselszenen so gut wie es geht nachzustellen. Ihr habt auch schon einige Sachen reingeschrieben, die nicht ganz stimmen und so weiter und so fort. Aber wir werden sowieso nicht alles zu 100% hinbekommen, da bin ich mir ziemlich sicher. Ich werde jetzt hier versuchen, den Weg möglichst schön nach hier unten zu bauen. Und ich glaube, dann werde ich auch schon direkt auf so einen anderen Weg wechseln. Also, dass wir hier nicht mehr diesen Asphalt als Untergrund haben. Das finde ich, glaube ich, ganz cool. Ich glaube, ich werde hier sogar relativ nah am Rand entlang gehen. Das finde ich eigentlich ganz cool. Dann fahren wir nämlich mal so ein Stückchen einer etwas höher gelegenen Klippe vorbei. So, das ist ja schon mal ganz nice. Wir müssen halt überlegen, wie wir das Ganze gestalten, weil wir brauchen gleich eine gerade Strecke für unser Tor. Die Stelle kennt ihr ja. Ich kann es sonst auch mal eben für euch oben rechts einblenden jetzt. Dann seht ihr ja, wohin wir jetzt als nächstes bauen werden. Das Problem ist nur, wir müssen natürlich überlegen, dass wir auch noch den Weg zurückbauen müssen. Das heißt, wir sollten so weit
wie möglich hier auf der linken Seite bauen, damit wir halt hier noch möglichst viel Platz haben für den Rückweg. Ich glaube, ich bin schon relativ zufrieden damit, wenn wir das so straight bauen. Eigentlich könnten wir schon hier diese Gerade anfangen und hier könnte schon fast das Tor irgendwo kommen. Also ich mache die Gerade jetzt mal länger als gedacht und dann könnte hier, wenn wir das hier noch absenken und so, irgendwann diese Torszene kommen, wo wir durchs Tor fahren und dann haben wir noch relativ viel Platz für diese gesamte Strecke. Ich glaube, wir haben sowieso noch mega viel Platz. Also der Park ist wirklich, wirklich groß. Da können wir noch einige Gehege unterbringen. Ich hoffe, wir schaffen wirklich alles. Das wäre wirklich ein Traum. Oha, ich weiß nicht, ob ich hier nicht zu steil geworden bin. Von der Strecke her. Ja, leider schon. Das müssen wir gleich nochmal so ein bisschen anpassen mit Feinheiten. Aber erstmal mache ich hier vorne das Ganze, dass wir hier einen vernünftigen Übergang so weit hinkriegen. Soll halt ein glatter Übergang sein und die Strecke soll gut befahrbar sein. Wenn es mal so ein bisschen schräger oder so wird, ist es gar nicht schlimm. Allerdings ist zu schräg halt nicht geil, ne? Also ihr seht ja schon, hier wird es ein bisschen schräg. Aber das würde rein theoretisch sogar noch gehen. Vielleicht können wir das noch ein bisschen ausgleichen hier, indem wir so machen. Man muss halt immer dann mit dem Glättentool aufpassen, weil das halt immer diese Schräge so ein bisschen verursacht. Das ist aber, glaube ich, ganz cool, dass wir hier dann auch mal an einer Klippe so ein Stück vorbeifahren. Gut, hier vorne an der Stelle müssen wir mal gucken. Vielleicht müssen wir die Kurve noch ein bisschen enger nehmen. Aber an sich finde ich das gar nicht schlecht. Vielleicht können wir hier dann auch noch so ein bisschen Klippen und Wald machen, dass man hier oben die Gebäude nicht so sieht. Oder wir machen hier einen Zaun rum. Wäre auch eine Überlegung, aber es gibt leider keinen durchsichtigen Zaun. Aber man könnte überlegen, hier irgendwie sowas hochzumachen oder rumzumachen. Boah, ich weiß es nicht. Das ist halt auch wieder sowas, was wir so ein bisschen frei planen können. Kann auch sein, dass ich das gar nicht in dieser Folge mache. Also, dass wir nur die Strecke bauen und dann werde ich das nebenbei so ein bisschen verschönern. Hier fehlt auch noch einiges an Wald und Deko und sowas. Aber das finde ich jetzt nicht so spannend, dass wir das unbedingt im Video zeigen müssen. Ich passe jetzt mal hier so ein bisschen die Strecke an und dann machen wir uns schon hier an diese Schlüsselszene wieder aus dem Film. Soweit habe ich das jetzt erstmal gestaltet. Das sieht ja schon ganz gut aus. Aber wir machen uns jetzt an diese Schlüsselszene hier und werden das Tor so ein bisschen bauen. Das heißt, wir brauchen jetzt erstmal eine relativ gerade lange Strecke, auf der wir dann ja erstmal links und rechts eigentlich nur Bepflanzung machen. Und dann geht's durch dieses Jurassic Park Tor. Das ist ja auch so ein richtiges Highlight im Film, ne? Also eine sehr, sehr wichtige Szene. Und ich werde natürlich versuchen, so gut wie geht, das Ganze nachzubauen. Was die Bepflanzung angeht, wird das natürlich nicht ganz so gut klappen, weil man sieht relativ viele Fahne links und rechts. Und die kann man zwar platzieren bei Jurassic World Evolution, allerdings ist das sehr, sehr random. Das heißt, wir können da nicht bewusst diese Teile platzieren. Und das ist natürlich problematisch. Wir müssen halt schauen, was das Spiel uns so hergibt und was wir daraus machen können. Ich werde jetzt hier erstmal ein ganzes Stück vorbereiten, weil wir diese gerade schon ein Stückchen länger machen werden. Ich weiß gar nicht, wie lang sie im Film ist, aber wenn das dann nicht ganz genauso ist, dann ist es auch nicht schlimm. Ich habe mir den Film jetzt gerade auch nicht nochmal angeguckt mit der Szene. Ich habe jetzt halt nur die Screenshots vom letzten Mal. Aber für das Dilophosaurus-Gehege, was wir danach machen müssen, da muss ich auf jeden Fall gleich nochmal in den Film schauen, weil da habe ich noch keine Screenshots gemacht. Aber das ist ja auch nicht weiter schlimm. Ich finde das eigentlich immer ganz cool, wenn ich mir wieder den Film so ein bisschen angucke. Das macht eigentlich immer relativ viel Spaß. Ich bin auch sehr zufrieden im Moment mit dem, was wir gebaut haben, muss ich sagen. Also das könnte wirklich schlimmer sein. Es könnte auch besser sein. Ihr habt schon einige Sachen reingeschrieben, die auf jeden Fall noch besser sein könnten, aber viele von euch sind auch schon sehr zufrieden mit dem jetzigen Ergebnis. So, jetzt ist die Frage, wie nah gehen wir hier an den Rand? Also man sieht auf dem Screenshot ganz gut, dass es links auch so ein bisschen höher geht. Da können wir natürlich dann hier diese Schräge so ein bisschen benutzen, aber wir dürfen auch nicht zu weit links. Also ich glaube, wenn wir jetzt hier geradeaus gehen, machen wir das Ganze schon relativ gut. Wir müssen halt auch überlegen, dass wir hier später noch die Kurve kriegen müssen und irgendwie zurück müssen, ohne dass das irgendwie groß im Weg ist. Aber ich glaube, wenn wir hier mit diesem bisschen Höhenunterschied arbeiten, den wir hier haben mit den Klippen, dann ist das schon relativ gut. Also ich denke mal, ich werde jetzt einfach straight hier erstmal bauen. Jetzt die Frage, wie lange machen wir das ganze Ding? Ich würde eigentlich ganz gerne mal eben einen Jeep herholen für ein Größenverhältnis. Beziehungsweise wir bräuchten ja eigentlich hier diese Karre, ne? Aber die können wir nur benutzen, wenn wir das verbinden. Okay. Das heißt, wir verbinden. Boah, ich habe eine Idee. Wir machen mal ganz kurz nochmal eine neue Tour. So, man kann ja mittlerweile
hier auch die Jurassic Tour Autos lenken. Das heißt, wir haben jetzt hier eine Karre, habe das ganze Ding hier eingezäunt, damit er nicht zurückkehren will. Jetzt können wir sogar mit so einer coolen Tour-Kutsche rumdüsen. Das finde ich mega nice. Da kann man sogar in die Ego-Perspektive. Das habt ihr auch in die Kommentare geschrieben, dass es mittlerweile geht. Richtig cool, ne? Kann man sogar die T-Rexis quasi von oben sehen, wenn sie dann durch dieses Dach so ein bisschen lungern. Wir können ja mal die Strecke selber abfahren in Ego-Perspektive. Wäre ja schon mal so ein bisschen Nostalgiefaktor. Gibt es eigentlich hier auch die, das Nachtsichtgerät? Habe ich so jetzt noch nicht gesehen, wenn ich ehrlich bin. Müssten wir mal testen. Also das soll es ja geben, angeblich. Dann fahren wir hier mal lang. Hier kommen wir dann zum Besucherzentrum. Hier vorne wird dann eingestiegen. Ist schon cool, ne? Und dann geht's hier vorne lang. Ja, so ein bisschen hügelig ist die Strecke. Obwohl, es geht eigentlich. Vielleicht nochmal ein bisschen überglätten. So minimal ist das nur. Aber ansonsten geht das. Ey, das Auto ist echt super langsam. Holy moly. Okay. Also der Jeep ist bei weitem viel, viel schneller. Oh, hier ist nochmal sehr huckelig. Ah, geht aber. Hier kommt dann der Übergang. Boah, ist das Auto langsam. Hier müssen wir dann auch noch schön gestalten. Bisschen Felsen, bisschen Bäume. Aber hier ist an sich nichts zu steil. Und hier geht es dann ein ganzes Stück voran. Also ich würde fast sagen, dass wir ab dieser Stelle das Ganze bauen erst. Das heißt, wir müssen wirklich fast dieses Stück bis hier vorne fahren. Also es kommt schon ganz gut hin. Ich werde jetzt mal eben nochmal das Stück abreißen. Dann bauen wir mal eben so einen Zaun. Man sieht auch auf dem einen Screenshot, dass das, glaube ich, nur so ein relativ kleiner Zaun ist. Er ist ein sehr, sehr schmaler Zaun. Ich habe jetzt gerade nochmal nachgeguckt auf dem Screenshot. Das heißt, den bauen wir jetzt einfach erstmal hier. Er muss aber möglichst im 90-Grad-Winkel zu der Strecke sein. Das heißt, wir setzen uns mal eben hier einen Punkt. So. Jetzt müssten wir mit Einrastpunkten... Das war nicht 90 Grad. Aber mit Einrastpunkten kriegen wir jetzt einen geraden 90-Grad-Winkel hin. Deswegen habe ich das Ganze gemacht. So, wunderbar. Und da können wir dann später das Tor, beziehungsweise was heißt später? Das machen wir jetzt. Jetzt das Tor einsetzen. Dann nehmen wir natürlich dieses Tor und fahren jetzt einfach straight darauf zu. Möglichst gerade. Und dann haben wir da unser Jurassic Park Tor. Oh mein Gott, ist das nicht awesome? Ich schaue hier nochmal eben den anderen Screenshot an. Okay, man sieht auf jeden Fall auf diesem Screenshot hier, wo das Tor offen ist, dass die Strecke also ein kleines Stück weiter nach vorne geht und dann leicht links abbiegt. Leicht links abbiegen ist relativ schwierig. Also wir könnten hier, weil so einen kleinen Schlenker könnten wir noch machen, dann würden wir es wie im Film machen. Müssen wir mal schauen, dass wir das hinkriegen. Es muss ja auch echt nur ganz leicht sein. Also ich glaube, sie geht ganz leicht nach rechts, so ganz, ganz leicht, so. Und dann wieder leicht nach links. So ungefähr. Ich glaube, so wäre es relativ originalgetreu. Okay, das Ding ist jetzt natürlich nicht originalgetreu. Aber hier müssen wir dann gucken. Hier geht es dann nämlich schon quasi zum Dilophosaurus-Gehege. Also ich würde jetzt einmal die Strecke noch das Stück hier hochfahren lassen. Und dann den Rest müssen wir dann mit den nächsten Screenshots gucken. Das ist auch gerade nicht die Sache. Aber ich glaube, ungefähr so könnte der Streckenverlauf sein. Weil es geht schon ein bisschen zu sehr nach rechts hier. Gefällt mir noch nicht so ganz. Da müssen wir nochmal bei. So. Ich glaube, ich werde auch gar nicht dieses kleine Stück machen, weil das wird, glaube ich, immer doof aussehen. Zumindest nicht wie im Film aussehen. Ich mache erstmal so ein Stück geradeaus. Dann vielleicht ein ganz kleines Stück. Ich lasse das mit dem rechts. Ich glaube, ich biege einfach direkt so ein bisschen links ab. Und dann können wir hier hochfahren. So ungefähr. Ich denke mal, dann kommen wir schon relativ nah an das Original ran. Gut, sieht man jetzt hier noch nicht, weil es natürlich noch sehr hügelig ist. Aber darauf kommt es jetzt erstmal nicht an. Wir werden nämlich jetzt erstmal dieses coole Stück hier nachbauen. Ja, so viel falsch machen kann man da eigentlich gar nicht. Also das Stück ist eigentlich relativ simpel. Wir haben halt eine braune Strecke, die ungefähr so breit ist wie das Tor. Also genau wie es hier ist. Und ja, dann ist einfach links und rechts so ein bisschen... Ja, grünes Zeug, also Grünzeug und das war es dann eigentlich schon. Ich denke mal, ich werde hier dann die Klippe noch so ein bisschen rüber machen, dass wir mehr Platz haben oder so.
So ungefähr so. Das ist, glaube ich, ganz cool. Dann können wir hier später die Klippe so ein bisschen weiter entlang führen. So, hier dann. Müssen wir mal schauen, wie wir das dann gestalten. Das sind ja auch alles so Sachen, die man im Film eh nicht sieht. Aber nur als ungefährer Grundriss für mich. Und dann wird hier eigentlich schon relativ viel mit Grünzeug gearbeitet. Das sind natürlich im Film relativ kleine Büsche, die direkt an der Strecke sind und nicht so große Bäume. Das ist halt ein bisschen problematisch. Ich denke mal, ich werde es wirklich versuchen, hier den ein oder anderen Busch oder kleineren Baum unterzubringen am Rand. Das wäre eigentlich ganz cool, muss ich sagen. Ist aber halt immer Glückssache. Und ansonsten die Baumreihe ein bisschen später anfangen zu lassen. Dann müssen wir halt nur mit diesen... Das ist schon mal perfekt. Wenn wir solche Dinger kriegen, hier diese beiden Pflanzen zum Beispiel, die sind ideal von der Größe. Wenn die noch näher an den Schienen dran wären, das wäre schon ziemlich nice. Dann müssen wir ja gucken, dass wir sowas hinkriegen. Aber ist halt Glückssache. Mit der Bepflanzung, das wisst ihr ja. Aber sowas geht zum Beispiel gar nicht. Das verdeckt komplett das Jurassic Park Tor. Ja, vielleicht können wir auch die ein oder andere Palme da noch hinmachen später. Ich weiß es nicht. Müssen wir mal schauen. Ich werde mich jetzt mal hier so ein bisschen austoben und dann würde ich sagen, bringe ich euch zurück, weil das ist hier wirklich sehr viel Glückssache und dann schaue ich mal, dass ich das hier einigermaßen vernünftig hinbekomme. So Leute, ich habe das Ganze schon mal so ein bisschen bewaldet. So ein paar Bäume, die passen, haben wir hier schon hinbekommen. Ich habe mir das Ganze auch gerade nochmal im Film angeguckt. Man sieht auf jeden Fall, dass hinter dem Tor eine Linkskurve kommt und als diese Linkskurve kommt, geht es auch eher so ein bisschen runter eher als hoch. Also es geht eher komplett hier runter. Wir senken das mal schon mal ab, damit ich das nicht vergesse später. Man sieht das halt, dass das so ganz, ganz leicht runter geht. Habe ich zumindest so empfunden. Wenn ich da irgendwas falsch interpretiere, dann tut es mir leid. Könnt ihr gerne in die Kommentare schreiben. Habe ich euch ja schon öfter gesagt. Das ist halt in den Filmen auch nicht immer so leicht zu erkennen. Ich muss halt damit arbeiten, was wir so an Informationen haben durch den Film. Und das ist ja in vielen Szenen leider nicht allzu viel. Ich kennzeichne mir das einfach schon mal, dass es hier runtergehen soll. Ich strecke es natürlich jetzt komplett hogelig da so ein bisschen. Im Film sieht man auch, dass es, ich weiß nicht, ob es hier unbedingt höher geht. Also ich glaube, das können wir schon fast so lassen. Das kann man auch nicht wirklich entnehmen. Aber es ist natürlich so, dass hier eher so viele Büsche sind und dass viel mehr hier am Rand und sowas ist, so gerade fahren und sowas. Können wir aber leider nicht näher als so platzieren. Und dann geht es eigentlich quasi immer höher. Also das heißt, dann kommen hier höhere Büsche und dann kommen irgendwann Bäume und sowas. Aber was man auf jeden Fall im Film gesehen hat, das ich auch auf jeden Fall machen möchte, links und rechts vom Tor steht eine Palme. Und da können wir natürlich diese hier ganz gut platzieren. Das sieht man auf jeden Fall. Die ist sogar ein bisschen höher hier. Deswegen würde ich die, glaube ich, lieber so platzieren, dass die flachere Palme so ein bisschen da dran ist. Wir müssen natürlich jetzt gucken, weil die halt von der Form her komplett anders ist, so ein bisschen. Ich weiß nicht, wie ich die drehen möchte. Ich glaube, ich drehe die so. Will aber das Tor halt nicht zu sehr verdecken, aber auch nicht zu weit weg. Oh, ich glaube, ein bisschen näher ran hätte ich noch gekonnt. Kann man halt immer sehr schwer erkennen aus den Perspektiven. So. Und auf der anderen Seite werde ich das Gleiche machen. Ungefähr so machen wir mal. Dann haben wir das Ganze. Oh, die rechts verdeckt mir noch ein bisschen zu viel. Ich glaube, ich werde hier allgemein gleich noch ein paar Bäume einfach zwischenplatzieren. Und ich habe es euch ja schon öfter gesagt, das mit der Bepflanzung ist eine sehr schwierige Sache. Wir haben halt einfach nicht die Möglichkeiten. Ich glaube, ich werde hier noch die ein oder andere Palme einfach zwischenhauen. Dann werde ich vielleicht auch noch den ein oder anderen Redwood Tree hier zwischenmachen. Einfach damit der Wald ein bisschen interessanter aussieht, auch von oben dann später. Okay, das war vielleicht nicht so smart. Weil hier beim Tor muss ich aufpassen. Bei dem Zaun. Weil der Zaun endet hier und man soll das natürlich nicht sehen können. Und dann muss ich aufpassen, dass hier nicht so viele Bäume verschwinden. Ich packe hier auf jeden Fall noch ein paar Redwood Trees zwischen. Einfach damit das Ganze ein bisschen interessanter ist. Auch wenn da Redwood Trees im Film wahrscheinlich gar nicht zu sehen sind. Aber man kann ja auch eigentlich nur die Bäume sehen, die hier sehr weit unten sind. So schön in Ordnung. Ich weiß nicht, ob der mir schon fast zu hoch ist. Ich glaube, der ist too much. Der fällt zu sehr auf. So, der hier rechts ist auch schon zu viel. Der ist mir ein bisschen zu sehr im Bild. Ja, so ist das schon ganz gut. Ich weiß nicht, ob die hier reinpassen, die Redwood Trees. Ich glaube, die sollte ich mir eher sparen. Könnt ihr mal in die Kommentare schreiben. Die sehen zwar mal schön aus und sorgen für Variation, aber ich glaube, die passen nicht so in dieses Filmgeschehen, was ich natürlich versuche zu erzeugen.
Und jetzt nochmal so ein paar Bäume. Man kann auf jeden Fall, also das wird, steht außer Frage, man kann auf jeden Fall erkennen, welche Szene wir hier nachgebaut haben. Aber das ist ja auch gar nicht so schwierig nachzustellen. Ich denke mal, das ist eine der leichtesten Szenen, die man nachbauen kann. Zwar ist es schwer, die perfekt nachzubauen, weil halt gerade die Bäume sehr schwer und wichtig hier sind an der Szene und die kann man halt schwer richtig nachbauen. Ich baue hier noch die ein oder andere Palme ein, weil man sieht da halt auch sehr viel Farn und Palmen und. Ja, da ich das jetzt leider nicht ganz so gut hinbekommen habe, da werde ich das Ganze jetzt hier mit ein paar Palmen ausschmücken. Das sieht doch schon ganz gut jetzt aus, muss man sagen. Kommt schon auf jeden Fall ins Original ran. Hier ist noch ein bisschen grün. Jetzt ist wieder das Problem der großen Tools. Ich will hier das Grün entfernen, aber entfernt viel zu viel. Ich mache dann hier mal noch ein paar andere Pflanzen zwischen. Ich glaube, das kann ich allgemein mal machen, damit das Ganze ein bisschen interessanter ist. Hier noch die ein oder andere Pflanze zwischenhauen, die so ein bisschen anders ist. Machen wir davon eine. Bei bunt eher nicht so gut, ist wahrscheinlich eher das hier. So. Dann sieht das schon alles ein bisschen mehr verwildert aus. So soll es ja auch sein. Ja, das ist doch schon ganz gut. Felsen oder so sieht man gar nicht an der Szene. Ich denke mal, die Optik kommt jetzt auf jeden Fall rüber. Mit den ganzen Palmen und so hier sieht das schon sehr so aus, als wenn das so fahnenmäßig ist. Damit bin ich schon echt zufrieden. Wir können ja mal eben auf das Tor zufahren und uns das Ganze mal angucken. So Leute, da sind wir auf dem Weg und schauen uns das Ganze mal an. Ich finde, es kommt schon. Also man kann auf jeden Fall erkennen, dass es aus dem Film sein soll. Die Bepflanzung ist wie gesagt nicht ganz perfekt, aber die kriege ich jetzt nicht besser hin. Oben rechts ist schon ein Dino fertig. Habe ich nämlich gerade mal vorbereitet. Das ist cool. Dann geht's in den Jurassic Park erst. Richtig awesome. Nice, gefällt mir. Das Jurassic Park-Tor ist schon cool. Ist leider hier ein bisschen auf der Schattenseite, muss man sagen. Wäre noch cooler, wenn das Ganze beleuchtet ist. Wie viel Licht machen die denn? Machen die überhaupt Licht? Ne, die lohnen sich nicht. Nein, ich kann sie nicht abreißen mehr, die Dinger. Ah, doch, okay. Manchmal kann man das nicht, da muss man echt vorsichtig sein mit den Lichtern. Ja, die machen auf jeden Fall nicht genug Licht, dass sich das hier lohnt, die zu platzieren, um das zu beleuchten. Aber es reicht auch völlig aus. Ist jetzt nicht so schlimm, dass das hier so ein bisschen im Schatten liegt. Ist halt die Schattenseite, so wäre ein bisschen schöner, weil die Seite ist angestrahlt. Aber das hat natürlich auch was mit der Tageszeit zu tun. Wir könnten ja auch mal versuchen hier Tag-Nacht-Zyklus, dann sehen wir mal. Ist wahrscheinlich schon, war nicht wirklich anders, aber die Sonne wandert ja auch rum und darauf können wir jetzt leider auch keine Rücksicht nehmen. Das ist auch wieder nur so eine Kleinigkeit, die jetzt aber auch halb so wild ist. Ich finde, das haben wir schon ganz gut hinbekommen hier. Bin ich auf jeden Fall zufrieden mit. Und ihr habt ja gerade gesehen, Dinos sind fertig. Ich habe nämlich, bevor ich es wieder vergesse, die zwei versprochenen Gallimimus und Brachios hier angeschmissen. Ich lasse schon mal die Gallis frei. Und für die könnt ihr natürlich wieder gerne schöne Namensvorschläge in die Kommentare schreiben. Damit könnt ihr euch so in meinem, ja, Park ein bisschen verewigen. Würde ich mich sehr darüber freuen. Ich werde ja auch irgendwann den Speicherstand freigeben für euch alle, damit ihr alle den euch mal angucken könnt. Und dann wäre es sicherlich cool, wenn ihr euch selber wiederfinden könntet in meinem Park. Die Brachios brauchen noch einen Moment. Das heißt, die werde ich gleich einfach freilassen, Leute. Da müsst ihr ja nicht dabei sein. Das habt ihr ja schon tausendmal gesehen. Und die werde ich dann hier oben hin platzieren. Die Gallis kommen noch mit nach hier unten. Und die Brachios sollen dann sozusagen hier oben die Brachios darstellen, die dann durch die, ja, in der einen Szene hier oben zu sehen sind. Ich hoffe, das wird dann einigermaßen klappen später. Aber das werden wir dann sehen. Die Dinos haben ja immer so ein bisschen den eigenen Kopf. Okay, Leute, ich wollte es euch doch nicht vorenthalten. Das haben wir uns, glaube ich, noch gar nicht angeguckt mit dem 1993-Muster. Deswegen tun wir das Ganze jetzt mal. Ist ja auch immer echt schön, ne? Ist immer so ein bisschen mein persönliches Highlight in Jurassic World Evolution, wenn man ein Dino freilässt. Diese tollen Animationen. Ach, wundervoll. Auch mit dieser tollen Musik. Also das ist schon wirklich, wirklich nice gemacht. In dem Spiel, kann man nicht anders sagen. Der Skin ist übrigens der 1993 Original-Skin. Und der ist zwar relativ schlicht,
Aber natürlich ein Klassiker und der gefällt mir sehr, sehr gut. Den anderen lasse ich auch frei. Und die Gullies fliegen gerade schon rüber. Ja, die kriegen jetzt hier nochmal eben den Auftrag, die zu betäuben, die beiden. Und wir bauen in der Zeit erstmal weiter, würde ich sagen. Als nächstes steht natürlich die Szene an, wo dann, ja, die sozusagen durchs Tor durchfahren. Dafür müsste am besten das Tor offen sein, damit wir das Ganze vergleichen können. Ich kann das mal eben oben rechts für euch nochmal einblenden. Also man sieht auf jeden Fall ganz gut, ja, dass es da echt so ein bisschen runtergeht, dann so ein riesiger Berg hier hinten und sowas noch im Hintergrund ist. Aber das werden wir so nicht darstellen können. Also den Hintergrund werden wir nicht perfekt bauen können. Dafür fehlt uns auch einfach der Platz. Aber das finde ich auch nicht so wichtig. Ich würde sagen, ich hole mal eben ein Auto her. Das stellen wir dann ins Tor. Und dann kümmern wir uns mal so ein bisschen um die Stelle hier. Und da fahren wir aufs Tor zu. Und Sesam, öffne dich. Ah, ist das wundervoll. Ich liebe dieses Jurassic Park Tor. Ich habe jetzt übrigens mal so einen Ranger Jeep genommen, auch wenn der im Film nicht zu sehen ist. Allerdings verschwinden die anderen Autos immer. Und ich will ja gerade nur den Effekt haben, dass das Tor offen ist. Jetzt können wir nämlich nochmal den Vergleich ganz gut machen, denke ich. Ich gehe mal kurz hier in den Aufnahmemodus. Dann können wir uns nochmal die Sicht so ein bisschen anschauen. Versuche es ungefähr darzustellen. Das ist halt von den Größenverhältnissen immer sehr, sehr schwierig. So, jetzt sieht man halt im Hintergrund schon sehr viele Berge. Hier rechts ist nochmal ein größerer Baum. Die Palme haben wir ganz gut dargestellt. Aber das mit der Bepflanzung ist eh schwer. Es geht auf jeden Fall so ein bisschen nach links und dann verschwindet so die Strecke. Aber es ist sehr, sehr grün hier hinten. Das heißt, wir können uns hier hinten echt austoben so ein bisschen. Wichtig ist natürlich erstmal, dass für mich der Streckenverlauf möglichst geschmeidig vonstatten geht, weil später diese Tour sehr, sehr wichtig sein wird für mich. Die werden wir nämlich abfahren später, wenn der Park fertig ist. Und dann haben wir hoffentlich ein richtig gutes Jurassic Park Feeling. Das wäre auf jeden Fall so mein Ziel, dass wir echt den Film so gut wie es geht nachstellen können später in Jurassic World Evolution. Das wäre mega nice. Würde ich richtig feiern. Aber ich denke mal, das ist schon ganz gut so. Wir müssen auch nicht zu steil nach unten gehen. So reicht das, denke ich mal, schon. Und dann können wir hier irgendwo da mit dem Dilo-Gehege anfangen. Das wird auch relativ schwierig. Ich weiß gar nicht. Ja gut, es ist halt immer das. Also der Vorteil ist immer, nach dieser Szene zum Beispiel kommt auch wieder ein Cut. Und dann sind die irgendwann beim Dilo-Gehege. Das heißt, wir könnten auch vorher noch eine Kurve oder sowas machen. Je nachdem, wie wir es dann für das Dilo-Gehege benötigen. Aber jetzt mache ich erstmal hier so ein bisschen Platzierung nochmal. Man sieht hier rechts halt auch nochmal so einen etwas größeren Hundenbaum. Ich überlege gerade, ob ich nicht nochmal dafür hier diesen Baum platziere. Ja, warum nicht? Ich glaube, der. Ja, doch. Der kommt schon an das Original ran. Und wie gesagt, wenn irgendwas nicht ganz original ist bei der Bepflanzung, dann ist es halt so. Können wir nicht ändern. Das Spiel möchte es halt nicht anders. Ich werde hier auch noch ein paar Feinheiten später einbauen. So ein paar Klippen mal, so ein bisschen ja, Variation, was die Bepflanzung angeht. Ich würde hier auch gerne wieder versuchen, so ein paar nicht ganz so große Bäume vorne stehen zu haben. Aber ist schwierig. Es ist schwierig. Ihr seht ja, es ist wirklich random. Ist wirklich schade, dass man keine Büsche platzieren kann. Das wäre echt schön, wenn das gehen würde. Man sieht aber auch noch hier so eine Art, so ein Baum. Hier links. Also den sieht man definitiv noch, wenn man da durchguckt. Das ist ganz cool, den können wir noch darstellen. Hier hinter könnten wir eigentlich auch noch den einen oder anderen Baum machen. Ich glaube, das werde ich auch einfach mal so manuell ein paar Bäume platzieren, damit wir nicht zu weit rüberkommen. Das ist, glaube ich, schon ganz cool. Hier machen wir auch nochmal manuell ein, zwei Bäume hin. Hier vielleicht mal wieder den etwas anderen. Und ansonsten würde ich halt, das wird hier ziemlich eng, so geht's aber. Und ansonsten würde ich halt fast sagen, dass wir das Ganze fast so lassen. Ja, ich werde hier dann nochmal ein bisschen mit Büschen rumspielen. Und viel mehr Variationsmöglichkeiten haben wir da gar nicht. Das ist einem echt schade, dass man so wenig Möglichkeiten hat. Ich habe ja schon häufig gesagt, stellt euch das Spiel vor mit den Möglichkeiten von Planet Zoo. Das wäre wirklich heftig. Aber dann würden wir hier aus so einer Szene wahrscheinlich drei Videos machen können. So kommen wir wenigstens ein bisschen voran. Ich mache jetzt mal noch so ein bisschen Variation mit rein, mit dem Boden, dem Untergrund. Auch wenn man das kaum sieht, wenn man viel mit Büschen arbeitet. Weil dann sieht man den Untergrund kaum. Würde ich auch ganz gerne eigentlich mal eine Klippe machen, aber ich glaube, ich bin schon relativ zufrieden damit. Könnt's ja nochmal mit dem Screenshots einigermaßen vergleichen. Boah, das kommt ziemlich, ziemlich gut hin. Und ich habe mir zwar das Dilo-Gehege noch für diese Folge vorgenommen,
aber ich glaube, sie würde dann zu lang werden. Und ich bin jetzt auch bald für ein paar Tage bei Miriam in Bochum. Das heißt, ich kann nicht aufnehmen und sowas. Deshalb kann ich jetzt auch nicht die krasseste lange Folge vorproduzieren, weil ich halt noch ein paar andere Sachen vorproduzieren muss. Aber ich glaube, das soll es für die heutige Folge gewesen sein. Wir haben, glaube ich, ein ziemlich gutes Ergebnis hier soweit erzielt. Ich bin auf jeden Fall zufrieden damit. Falls euch das Projekt gefällt oder das Video gefallen hat, dann lasst mir auf jeden Fall ein Like da. Falls ihr einer der neuen Dinos sein wollt, die ich von freigelassen habe, dann könnt ihr auch einen Kommentar unten schreiben mit einem schönen Namensvorschlag. Ansonsten bedanke ich mich vielmals bei euch fürs Zusehen. Macht's gut, haut rein. Euer Dandy.